Moin und willkommen, mein Name ist Andy Rolp hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Geistertafeln und Ike klassisch gemacht und jetzt sind wir wieder im Abenteuermodus. Wie ihr sehen könnt, ich spiele Lucario und ja, ich habe glaube ich zwei neue Geister, mit denen ich hier ein bisschen hochleveln kann auf Level 99. Machen wir mal Lin, hier 3 Sterne, das ist auch gut, ne? Boom. Boom. Gott, teuer. Ja, aber auf Level 99 halt, ne? Dann bringst du auf jeden Fall. Lin ist übrigens die Hauptcharakterin aus Fire Emblem 7, einer von dreien. Ein anderer ist jemand namens Hector, den haben wir auch schon gesehen hier als Geist. Und ja. Das ist, glaube ich, ihr Design aus Fire Emblem Heroes, ja. Dieses Mobile Game. Kritische Treffer hoch. Was genau bedeutet das? Auf einen kritischen Treffer? Ja. Ich würde auch gerne wissen, was Ganondorf kann. Also. Ballern wir den auch mal hoch. Wenn wir uns das leisten können. Aber ich glaube, ja, ne? Dreck. Nein. Oh, das wird nicht reichen, oder? Doch. Evolvierbar. Oh, der soll sich in dieses Monster verwandeln, ne? Ja. Luftramme. Erlaubt Rammangriff durch Sprinten. Okay. Da fand ich doch Lins Dingens hier schon besser. Nehmen wir die mal ein bisschen hoch und rüsten wir die aus, ne? Ich hoffe, die hat 4 Sterne, also die wird ja hoffentlich stärker sein als man ich jetzt ab hier den König Buhu oder was weiß ich. Nö, aber der ist auch Level 99 und hat 2 Sterne. Also ich nehme an, sie wird, wenn ich sie ausrüste, stärker sein. Da rüste ich die noch mal aus, so, ne? Boom. Hm. Irgendwas Besseres. Nee, Schwerter, ne. Kostet auch schon wieder 2. Oben oder unten schleudern, okay. Das ist eigentlich auch ganz schön gut, aber lass mal erstmal nochmal so. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Wo will ich lang? Da komme ich zum Geist, glaube ich. Oder nicht? Das ist irgendwie am Leuchten. Ich nehme an, ich kann den Stein kaputt machen. Wo komme ich hier unten hin? Okay. Geroid. Ja, was soll's. Ich soll nicht von jedem Kampf meinen Geist ändern, hallo? Who the hell do you think I am? Who the hell do you think I am? Kick. Ich vielleicht so einen Geist ausrüsten sollen, der irgendwie Aura verstärkt. Gibt's da extra für, ne? Boah, hör auf. Ach, das. Was? Hami, Hami, ho! Oh Gott, das wird nervig. Aber ich werde ja stärker, je mehr Schaden Lucario bekommt, also. Oh, hier kann ich aber gar nichts raushauen. So, da dürfte es ein bisschen einfacher machen. Boah, geht weg mit den Dingern. Boah, das ist ein sehr nerviger Level. Bis dich. Ja, 3 zum Preis von 1 und du bist auch draußen oder auch nicht. Rüstert. Danke. Geroid. Das ist eine Yu-Gi-Oh! Karte so. Ja, ne? Ich meine ja. Hier ist Cyrus, der hat ja dort immer hier solche Karten, ne?
Ufo-Roid und all sowas. So, ich mache den Stand kaputt. Wissensjuwelen, komm, ich brauche irgendwie 70 oder so. Garados verstärkt gleich angefangen Items in der Luft. Da ist irgendwas Großes, aber lass mal das mal. Ne? Da kann ich auch hin anscheinend. Ich den ganzen Weg hier rumlatschen. Ne? So, das sieht wieder aus wie so ein Dojo oder irgendwie so was. Also gehen wir mal da hin. Was? Was ist das? Okay. Licht, das aus dem Riss dringt, versperrt den Weg. Warum hat sich das da aktiviert, wo ich jetzt hier auf den Schalter losgehe? Drück. Okay, nur ein Schalter, wo auch immer der jetzt ist. Werde ich auch noch finden. Pass auf. Abkürzung, ja, gut. Ich werde wissen, was das hier ist. Das ist auch wieder so ein Dojo-Ding. Ne? Schnelles Wasser versinken für dich. Sturmwarnung, lass dich nicht. Oh Gott, da muss ich dagegen, muss ich was ausrüsten. Ne? Oder ist das Netflix überall überhaupt? Mach widerständiger gegen Stürme, cool, und mach die Moon gegen Stürme. Kann ich aber nicht ausrüsten, oder? Doch. Was sind halt nur drei Dinger, ne? Zwei Dinger. Schau mal, lass dich nicht vorgehen. Werde ich nicht. Ich bin immun gegen Stürme. So, wenn ich jetzt nur Lucario besser steuern könnte, dann wäre sehr gut. Okay, ist gut. Du noch vom Sturm hier irgendwie weggeweht. Boah. Boah, Junge. Ansonsten hat hier überhaupt keinen Schaden bei den Anrichter. Alter. Alter, ich krieg den hier überhaupt nicht. Was? Alter, ich krieg den überhaupt nicht getroffen. Was soll das? Was ist das? Ja, genau. Boah. Ja, manchmal. Okay. Okay. Oh. Das ist jetzt seine Ultimate wieder. War ja auch im Dings. Im Brawl, glaube ich. Nicht Lucario. Ja, da wird nichts. Rüstert. Rüstert. Da lässt er sich hiervon treffen. Rüstert. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann im Moment. Nee, oh Gott. Oh Gott, was macht er hier? So, ich bin immer stärker. Also pass auf. Da, ich drücke auch nach oben, ne? Aber die haben irgendwie höhere Priorität. Oder bin ich mir halt nur ein? So, oh mein Gott. Wie habe ich das geschafft? Captain. Das war schwer und ich habe viel Belohnungen bekommen. Sehr gut. King Karol im Blitzzeitfeind. Ich danke, danke ich dir. Okay. Bowser ist der schwerste Kämpfer. Oh, ich kann jetzt darüber. War da irgendwas? Was war da nochmal? Irgendwas ist da. Ein Flughafen. Darunia. Okay, nur um zu gewinnen. Oh, nee.
gegen 8 Pummelluft. Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Ah. Aber warum muss ich immer... Was? Warte mal. Boah, ich hätte den somit voll erledigen können, glaube ich. Mist dich. Was mache ich hier? Nein, dann verfehle ich auch noch das Blödteil. Na, warte, ich glaube, ich weiß, wie ich das voll einfach hier erledige. Boah. Boah, Junge. Ich wollte kontern, ja. Boah, und dann fliege ich auch noch da rein. Oh, was? Boah. Na, warte, du. Ich könnte eigentlich... Warte mal, ich könnte ihn nur einfach da runterschmeißen, dann... Lustig. Sehr gut. Und das nächste. Wir sind ja eigentlich verarschen. Warum welchen? Boah. Und welchen aus der Karte rausgeschossen mit diesem Konter? Wie viel dazu? Oh, das ist ein nerviger Kampf, ey. Der Konter ist viel zu langsam, ey. Ja. Wisst ihr? Boah. Warum ist denn, dass ich nix treffe, ey? So. Bis er sich. Was? Was ist denn jetzt schon wieder passiert, ey? Oh. Boah. Das ist ein nerviger Kampf, ey. Ich muss mich eigentlich nur auf ihn konzentrieren. Was macht er da? Er hat sich selber erkillt. Der Computer kommt auch nicht damit klar hier. Wenn man irgendwie hier in der Luft ausweicht. Er wollte auch sein Dings einsetzen, einen Rettungsmove, und ja, da hat es nicht mehr gereicht am Ende. Okay, mehr Aktivitäten, gut. Dojo. Abwehr steigt, Lauftempo steigt, Angriff und Sprungkraft steigt. Warum will ich diese Dinger überhaupt? Die kriegen alle nicht so gut. Ja, warum nicht? Hauptsache, ich hab's ja, ne? Nehme ich mal an. Na, wie komme ich da hin? Eine gute Frage, ne? Keine Ahnung. Dann wenn hier oben ein Goomba. Wenn ich unbedingt da gegen den Boss oder so, hallo, kämpfen oder was auch immer da ist, aber ist ein neuer Charakter. Da sieht auch aus, als wäre wieder irgendwie ein Dojo oder irgendwie so was. Muss mal dahin gehen. Oh, was? Hey, ich bin auch Stahl. Warum kann ich schwimmen? So, da will ich hin. Okay, mach mal das.
Pures Smash Duell, alles klar. Dürfte ja wohl kein Problem sein dann. Alter, what? Oh, ich bin voll schnell. Ja, zielsuchende Baseballs oder was? Aber mit dem Fußball noch. Der ist mitgeflogen, cool. Alles klar. Ja, wer kann ein Wissensbaum? Wie viel brauchte ich noch mal? Gut, noch eine Menge. So, Sigrid. Spezial unten. Ja, toll, die tut. Rette ich aus dem Boden ziehen. Oder immer sie da rauszieht. Das Viral, ich darf nur Peach erledigen, ne? Darf, also muss nur Peach erledigen. Ah, du setzt die ganze Zeit dein blödes Ding ein, ja. Boom. Je mehr ihr mich haut, desto stärker werde ich. Hörst du auf damit? Ah, ich verstehe. Die zieht die ganze Zeit Rettich aus dem Boden und er tut die ganze Zeit, oder sie, nur die ganze Zeit Rettich einsetzen. Geht's gut. Boah, wo bist du nicht mal? Boom. Erwischt. Boom. Die Aura umgibt mich. Boah. Ultrastörer, er ist ein Ultra gestört. Jetzt nicht irgendwelche Durchschnittsgestörter, das ist fortgeschrittener Stör. Ich habe keine Ahnung. Volyoshi und Traumwert. Der ist ganz schön schwach dafür, dass da unten der Boden lässt sich einschlafen. Was? Der Boden lässt Kämpfer einschlafen. Ja, ja, der lässt nur mich einschlafen, ne? Wenn wir sie eigentlich verarschen. Na, siehst du? Dreck. Er geht da voll im Reden. Und den und diesen und den. Okay, ich hätte noch ewig so weitermachen können. Okay, aber einfacher als ich hätte mir vorstellen können, finde ich jetzt, aber ich weiß ja nicht. So, danke, Honigkönigin. Alles klar. Oh Gott, Riesenverwandlung für Gegner. Pikachu ist keine Biene. So, perfekt. Was ist das? Okay, macht ihr mal. Oh Gott, der geht auf mich los, glaube ich. Oder auch nicht. Das ist eigentlich perfekt so. Oh, noch mehr. Sehr gut. Geh weg. Was Bienen bei dir? Oh nein.
Nein, die gehen auf mich. Geh weg. Geh weg, ich bin allergisch gegen Bienen. Ah. Warte mal, nicht so. Nö, ich glaube nicht, ne? Oh, ich muss den sogar erlegen. Mann, ich hätte noch ewig so weitermachen können, ey. Wäre lustig gewesen. Was? Wie hätte sich daraus befreit? Das ist noch meine Spezialattacke hier. Alter. Alter! Alter, darf ich mal wieder. Ich kann nichts machen. Boah, du sollst halt nicht angreifen, du sollst halt greifen, Mann. So, ich kann die ganze Zeit den ja machen, pass auf. Ich treffe zwar nicht den Gegner damit, aber. Bin tot. Komm schon. Nein, das hätte sogar klappen können, ey. Aua. Bin immer von den Bienen getroffen. Hätte sowas von klappen können, ey. Boah, lässt du dich mal treffen. Boah, das Ding ist so riesig und ich krieg den nicht getroffen. Hey, die Bienen haben andere Bienen angegriffen. Aua. Er ist auch voll unfair. Boah, ich kann den. Du kannst ihn aber auch nicht entkommen, wenn er einmal. Was ist das? Ich hatte doch gerade so ein Ding, Mann. So, jetzt bleibe ich einfach hier und mach den hier. Pass auf. Weil er auch gefangen ist von den Angriffen. Weil es ist keiner mehr da. Nicht anfassen. Nein. Komm schon. Nein, das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. Wir jetzt nicht nur eine Sekunde von diesen blöden Bienen getroffen werden können, ne? Boah, wenn sie nicht, dass das schon nervig genug ist. Boah, macht er auch noch perfekte Schutz hier oder was? Boah, Junge, ey, einige Sachen sind aber auch hier so nervig, ey. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann den blöden Bienen nicht mehr entkommen, wenn die mich einmal erwischen. Boah, Junge. Boah, Junge. Ja, weg, das ist meins. Beziehungsweise ist deins. Na, jetzt habe ich die schon wieder angegriffen. Ist das? Ja, so muss man das erledigen, komm. Kannst du mal? Ist das? So, sehr gut. Bams. Oh mein Gott, ey. Oh, er war schon wieder viel nerviger, als er eigentlich hätte sein müssen. Alder. Eugen. Alden. So, was haben wir gewonnen? Brummer. Abwehr, Sprungkraft und Gewicht. Angriff und Lauftempo. Er klingt sogar halbwegs gut. Ja. Gib das mal jeden. Keine Geister nicht ausrüste, aber was soll's. Das ist noch eine Truhe, die will ich, ne, 3 Sterne, das ist mir zu schwer.
Da ist noch ein Dojo. Was? Sind jetzt so viele von diesen Dingern hier, hallo? Nick. Komm, da reichen wir auch noch. Oh, du bist dieser Takamura-Typ. Von dir habe ich gerade eine Dings bekommen, ey. Ein Sticker. Also gerade. Alter, was bist du nicht mal? Ja, super. Ja, das ist viel zu schnell, der Typ. Alter, was bist du nicht mal? Das ist ein Kampf zwischen Mann und Hund. Oh, das war ja richtig nervig, ey. Oh. Nee, den einen kriegen wir, das andere Dojo kriegen wir nicht mehr geschafft heute. Na du, verpiss dich, ey. Boah, mein Konter funktioniert natürlich nie, wenn er sein soll. Boah, Junge. Na, komm her. Alter. Oh, schon wieder. Ey, was? Okay, reicht für heute in diesem Modus. Boah, der war ja schon wieder so was von zum Kotzen. Oh, blöder Kampf, ey. Ich hätte die ganzen Aktivitäten hier abholen sollen. Was soll's? Neuer Gegner, hey. Das ist Darth Vegas, das ist Main. Jetzt ein Schwert, aber Cocktail, ich meine Cocktail oder was auch immer. Hau. So, er klappt. Was ist das? Sehr gut. Gennendorf kämpft nun mit. Sein Gesicht sieht ein bisschen eckiger aus, als ich in Erinnerung habe. Dingens, ich hatte keine mehr. Na gut. Guck mal, meinem Shop. Nur so wenig. Hey, Leo aus Fire Emblem Fates. Sakura, auch Fire Emblem Fates. Ist ja nicht die, die ein macht die Mond gegen Gift, was? Die einen voll anderen Effekt im Abenteuermodus. Oh. So, komm mal, Mii-Kleidungen. Und ich Bild des Kämpfers kann nur im Geisterkatalog. So, das ist alles okay. Was soll's? Gut, weiß ich nicht, was wir in der nächsten Folge dann machen. Wahrscheinlich hier Geisterdingens oder klassisch. Ich glaube, wir machen wieder klassisch. Ne, würde ich sagen, da war's für diesen Part. Ich bleibe mich alles fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön und tschüss.